Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute einen Gast hier und zwar im berühmten Café Mozart in Wien. Es ist der internationale Dirigent Neiden Todorov. Maestro Todorov, Sie haben ja eine große Karriere schon gemacht. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Wo haben Sie studiert? Mit wem haben Sie gelernt? Ich habe ja da sehr interessante Namen gelesen. Dirigent wollte ich schon immer sein. Mit 5 habe ich begonnen, Klavier zu spielen. Mit 10 habe ich dann Trompete gespielt. Mit 18 Bratsche. Aber inzwischen habe ich schon begonnen, auch zu dirigieren. Mit 16 habe ich in Plovdiv, in Bulgarien, einen Jugendorchester gegründet. Und dann habe ich einen Masterclass beim Professor Karl Österreicher gemacht. Ja, Österreicher war einer der ganz großen Lehrer für Dirigenten. Absolut. Er sagte, nein, du bist für Wien, du musst hier lernen, bei mir. Ich glaube, er hat einen guten Tipp gegeben. Ja. Das glaube ich jetzt auch. Nach der Ausbildungszeit bei Österreicher sind Sie auch in Israel gewesen, habe ich gelesen. Habe ich in einem Wettbewerb teilgenommen, Leonard Bernstein-Wettbewerb. Sofort nach dem Wettbewerb habe ich so eine Art Preis, ein Stipendium bekommen, in Jerusalem ein Jahr zu studieren. Ein Jahr später aber war plötzlich die Stelle des Hauptdirigenten in Haifa in Israel frei. Und ich habe mich beworben, so ein bisschen als Scherz. Ich habe die Stelle bekommen und habe einige Zeit in Haifa verbracht. Ich habe ja vor kurzem gelesen, einen Zeitungsartikel, Todorov begeistert das Wiener Publikum im Musikverein. Und ich muss sagen, das haben ja nicht so viele Dirigenten, so einen wunderschönen Zeitungsartikel. Dazu gratuliere ich. Danke. Und Sie haben auch in der Volksoper dirigiert. Ich hatte einige Vorstellungen, Opervorstellungen in der Schweiz. Und einer der Sänger war Tenor in der Volksoper und hat mir gesagt, du musst bei uns kommen. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass sie derzeit in der Volksoper keinen Dirigenten für Nussknacker von Tschaikowski haben. Okay, das war etwas weit von der Oper, das war Ballett. Ja. Gerade Ballett zu dirigieren ist nicht ganz leicht, weil es ist ganz etwas anderes. Man muss sich erst einmal ganz strikt an das Tempo halten. Und das ist wie Filmmusik eindirigieren, das weiß absolut. Ich wieder. Ja. Absolut. Ich kann wirklich alles hören, wenn ich dirigiere. Und ich kann auch mit geschlossenen Augen dirigieren. Beim Ballett funktioniert das nicht. Ich muss immer ständig die Tänzer schauen. Ja. Sie sind ja jetzt Chef der Philharmonie in Sofia. Und ich war ja einmal mit einem Werk von mir, mit der Globalis, Symphonia Globalis, bei Ihnen zu Gast. Ein fantastisches Haus, ein großartiges Orchester. Ich muss sagen, die bulgarischen Musiker sind wirklich außergewöhnlich. Deswegen wahrscheinlich ist das Niveau von Sofia sowieso hoch. Ja. Mit der Philharmonie von Sofia haben wir einige sehr schöne Konzerte mit Mahler gemacht. Sogar für die zweite Sinfonie von Mahler haben wir einen sehr großen Preis bekommen. Ein ganz großes Konzert mit der 8. Sinfonie von Mahler gemacht. Man nennt die Sinfonie der Tausende. Ja. Also wir waren fast 1000 Leute auf der Bühne. Ja, oh. Also ich schreibe auch für große Besetzung und darum war ich auch so begeistert von der Globalis. Ich bedanke mich, dass wir uns hier im Café Mozart treffen konnten. Und ich bedanke mich für den Besuch bei Maestro Neiden Todorov. Danke.